Es war so, dass wir natürlich vorher auch schon Pulver geschichtet haben mit einem anderen Produkt. Wir haben im Zeitablauf, insbesondere bei glatten Deckenplatten, beim innerbetrieblichen Transport das Problem gehabt, dass wir Probleme mit Farbabrieb hatten, bei Kartonagen zum Beispiel. Und das hat natürlich dazu geführt, dass unser Ausschuss sich erhöht hat, dass wir also immer wieder innerbetrieblich neu fertigen mussten, um dann wieder auf die volle Stückzahl zu kommen. Das war sozusagen die Aufgabenstellung, die wir an sie herangetragen haben, um ja, das Thema zu lösen, ohne jetzt anlagentechnisch zum Beispiel große Veränderungen machen zu müssen.